Ja, Hallöchen, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich ganz besonders, heute einen großartigen Mann bei mir haben zu dürfen. Tino Ahlers, er gehört zu den ganz, ganz großen Machern. Hallo, lieber Tino. Grüß dich, lieber Ernst, danke schön. Schön, dass du da bist. Du hast ja was ganz, ganz Großartiges vor, hast du mir erzählt. Du holst irgendeinen, also ich weiß es, wer es ist, ja, du holst irgendeinen berühmten Amerikaner zu uns nach Deutschland. Kannst du dazu ein paar Worte sagen, bitte? Klar, zum Gongschlag passend. Genau. Das mache ich gerne. Wir haben es geschafft, den Jack Canfield das erste Mal nach Deutschland zu bekommen. Das heißt, er war noch nie in Deutschland. Einer der ganz, ganz Großen von The Secret, Co-Autor bei The Secret. Und hat über 500 Millionen Bücher mittlerweile verkauft. Das steht zwar im Internet, auch auf unserer Webseite, noch 130 Millionen, aber mittlerweile sind es 500 Millionen ja. Bücher verkauft, 47 Sprachen übersetzt, ein Gigant im Coaching. Gehört garantiert zu den 10 Besten überhaupt, wird mit den Namen wie Anthony Robbins und Kihab Ecker und Bob Proctor und so weiter genannt. Mhm. Und wir sind sehr stolz, dass er zu uns kommt. Also wir freuen uns da sehr drüber. Ja, also herzlichen Glückwunsch. Und wenn ich natürlich auch als 28-facher Buchautor höre, 500 Millionen Bücher verkauft, dann finde ich das schon ganz, ganz gigantisch. Da freue ich mich natürlich riesig, dass ich auch dabei sein werde oder bin, besser gesagt. Wann findet das im Januar statt? Ja. Wir sind in Ludwigsburg, das ist bei Stuttgart, am 28. und 29. Januar in der Arena Ludwigsburg. Ja. Eine ganz nagelneue Halle, also sehr, sehr gut, auch als eine Basketballarena. Aber wir haben dort die besten Möglichkeiten gefunden, von dem ganzen Aufbau her, von der Technik her, von der Beschallung her. Ja. Also das ist dann ideal und auch weil wir noch einen Galaabend organisiert haben für den Samstagabend für unsere Premium-VIP-Gäste. Wo eben nochmal ganz hautnah mit Jack Canfield und den anderen Sprechern wie Nikolaus Engelmann und Lothar Seiber, die ja auch da sind, sprechen können. Also auch nochmal richtige, tolle Möglichkeiten, sich nochmal vernetzen zu können mit den großen, sagt man, Premium-VIPs, die da sind, aber auch nochmal mit den Referenten persönlich sprechen zu können. Wir werden dort nochmal eine Fragerunde haben und wir werden natürlich Show-Acts und Show-Elemente haben, um den Menschen wirklich Unterhaltung am Abend nochmal in Zerstreuung oder sowas zu geben. Ja, einfach Fun, ha? Genau. Super. Ja, kannst du noch was verraten zum Inhalt her? Was wird Jack Canfield dann den ganzen Teilnehmern erzählen? Also Jack wird garantiert seine Erfolgsprinzipien rüberbringen. Das heißt, er hat ja 64 Erfolgsprinzipien gefunden, die sicherlich den Menschen, nicht nur ihn erfolgreich gemacht hat, sondern uns eben auch erfolgreich machen kann. Die Prinzipien, die er erklärt, sind eben, sage ich mal, hier vom Herzen aus gesteuert und sind eben greifbar umsetzbar. Das bedeutet, die Leute bekommen an diesem gleichen Tag schon so viele Werkzeuge präsentiert und über den Seminarcharakter, den wir haben, auch zur Umsetzung geboten. Das heißt, die Leute lernen sofort im Seminar mit sich den Menschen, mit den Mitmenschen auszutauschen, damit sie es ins Umsetzen lernen. Weil Kennen und Können sind eben zwei Paar Schuhe und das Können soll hier bei uns weitergegeben werden in den beiden Tagen, unbedingt. Das finde ich ja absolut sensationell. Also da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Ja, und dann hast du ja auch Professor Dr. Lothar Seifert dabei. Er wird ja der weltgrößte Zeitpapst aus meiner Sicht. Ja. Okay, er wird natürlich sicher wieder über die Zeit reden, richtig? Ja, er wird also über das Zeitmanagement sprechen, aber er nennt es auch Simplify Your Time. Ja. Also, weil Zeit lässt sich ja nicht managen, jeder 24 Stunden. Von daher gibt er uns aber Werkzeuge weiter, wie wir unseren Tag organisieren. Das heißt beruflich, aber auch privat, das ist ja wirklich Zusammenspiel, weil wer beruflich erfolgreich ist und privat versagt, ist nicht wirklich erfolgreich oder umgekehrt. Genau. Also das muss eine Einheit werden, eine ganzheitliche Geschichte werden und diese Elemente zeigt er uns auch wieder ganz einfachen Beispielen, auch wiederum im Seminarbuch schon mal wieder auch niedergeschrieben, was Menschen alle mitnehmen werden bei den beiden Tagen, dass im Seminarbuch wirklich die Sachen abgearbeitet werden und auch mit nach Hause genommen werden. Ja, super. Das finde ich sehr gut. Und da Nikolaus B. Engelmann ist auch da? Ja, Nikolaus B. Engelmann wird auch da sein. Der wird Glück, Liebe und Freude eben also darstellen. Mhm. Da gibt es also auch sehr viele Elemente, die er als Seminar herausgearbeitet hat. Super. Und dazu möchte ich gleich anwenden und sagen, wenn die Menschen bei uns auf die Webseite gehen, sehen sie einige Sprecher, sind ja noch andere Sprecher doch da. Jeder Sprecher ist aufeinander abgestimmt und aufgebaut. Es sind keine Impulsvorträge, sondern es ist ein komplettes Seminar, was aufeinander aufgebaut wird, wie eine Säule oder wie ein Bogen, den man spannt.
Und Jack Canfield wird den ganzen Tag am ersten Tag sprechen, am 28. Mhm. Und die anderen Sprecher kommen am 29. Also das Fundament, was Jack Canfield legt, ist das Grundelement, um ins Arbeiten zu kommen, um die Prinzipien umzusetzen, um beruflicher oder privat oder in Führungsstil erfolgreicher zu werden. Und die anderen Sprecher bauen praktisch auf diese Elemente nochmal dann auf, ja, aber abgestimmt aufeinander. Keine Impulsvorträge, mhm, ganz wichtig, was wir hier ein wirkliches Seminar haben. Das finde ich ja ganz, ganz fantastisch und der Preis ist ja auch wirklich sensationell, ja? Absolut. Also ich persönlich bin der Meinung, haben wir ja auch kurz darüber gesprochen gehabt, dass es zu günstig ist, aber ich finde das toll auf der anderen Seite, dass du da einfach vielen, vielen Menschen die Möglichkeit gibst, daran teilzunehmen und dass einfach viele Menschen einfach wirklich sehen, wie wertvoll, wie wichtig dass das Ganze letzten Endes ist, dass man dabei ist, dass man es auch umsetzt. Und ich denke auch entscheidend ist, dass man wirklich seine eigenen Träume, Visionen endlich auch anfängt zu leben. Wie siehst du das? Ich sehe das bei uns, dass wir von unserer Erziehung her, gerade speziell in Deutschland, sehr, sehr streng erzogen wurden und eben zum Beispiel nicht über Geld sprechen, das gehört sich einfach nicht oder sich zurückhält und all diese Dinge, also Glaubenssätze, die uns als Kinder schon eingeprägt wurden, uns aber wirklich vom Handeln und vom Erfolg abhalten. Diese kleine innere Stimme, ja, die uns abhält zu sagen, nee, mach das nicht, um Gottes Willen, du blamierst dich, das kannst du nicht und hin und her, das hat doch bei euch in der Familie noch jemand gemacht, warum musst du das jetzt tun, was willst du dafür Geld investieren? Diese Relation, ich investiere in mich, ja, warum investieren wir nicht in uns selbst? Wir warten immer darauf, dass andere in uns investieren, aber wir sind selbst für uns verantwortlich, in uns zu investieren. Und wenn man weiß, was diese großen Coaches nun wirklich können, was sie kosten normalerweise, dann weiß man, dass ein Jack Canfield das zigfache pro Tag schon kostet, wenn man ihn bucht, egal ob da 400-500 Leute sitzen, ja, oder nicht, das ist so, ist das ein gigantischer Preis. Mhm. Und für diese kleine innere Stimme haben wir noch einen Joker im Boot. Der kommt am Sonntag, der nennt sich Blair Singer. Okay. Blair Singer ist der Coach der Coaches zum einen und der Sales Coach überhaupt. Hat also mehrere Bestseller geschrieben, Sales Docs zum Beispiel. Hat die DHL gecoacht und Coach Sinop, hat die Deutsche Bank gecoacht, L'Oreal gecoacht, Singapore Airline gecoacht, also große internationale Global Players, ja, gecoacht. Und der bringt seine neue Geschichte mit, The Little Voice Mastery, also diese kleine innere Stimme, die uns wirklich vom Handeln abhält, vom Erfolgreichsein abhält oder von Dingen zu tun, die uns weiterhelfen, einfach zu tun. Und das bringt er uns mit und bringt es uns wirklich bei, wie man innerhalb von einer 30 Sekunden, einer Minute das umsetzen kann, damit man ins Handeln kommt. Das heißt, die Stimme, die einen sich gegen einen arbeitet, plötzlich unterstützt und sagt, mach das, mach das, mach das. Ja, super, das hört sich echt spannend an. Wie schade, dass ich jetzt noch bis Januar warten muss. Ja, das stimmt. Ich hätte jetzt am liebsten gleich heute schon besucht. Ja, schön, lieber Tino, dann freue ich mich sehr. Vielen, vielen herzlichen Dank auch für das Interview. Sehr gerne, danke schön, dass ich mit dir sprechen durfte. Super, und dann wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Und ja, wir werden alle dazu beitragen, dass es zum mega, mega großen Anlass wird. Denn so eine tolle Chance, so viel Hochkaräter zusammenzubekommen, das ist schon eine große Leistung. Ja, das ist es. Ich freue mich jetzt, wenn ganz viele Menschen einfach diesen Samen, den wir da mitbringen von diesen Coaches, diese Inhalte, die wir liefern, dass sie alle dann eben zu uns kommen und dass sie nach Hause gehen, das ist unser Ziel, dass sie sagen, jawohl, das war das beste Investment in mich selber, ja, was ich jemals geleistet habe. Und ich heiße Sie alle herzlich willkommen und freue mich, wenn ich Sie bei uns in Ludwigsburg am 28. und 29. Januar begrüßen darf. Herzlichen Dank. Ja, du hast es sehr schön gesagt, Investment in sich selber. Ich meine, ich werde auch immer wieder gefragt, ja, Ernst oder hallo Herr Krameri, wieso sind Sie so erfolgreich, wieso bist du so erfolgreich? Und ich kann dazu immer nur eines sagen, weil ich habe das meiste Geld, was ich verdient habe, habe ich immer in mich selber investiert. Ja. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn ich heute wirklich was erreichen will, wenn ich mehr haben möchte als andere, erfolgreiche, dann ist es wichtig, dass ich diese Mechanismen kennenlerne, ja, die Prinzipien. Genau. Und das schaffe ich nicht, indem ich zu Hause hocke oder mir irgendeine DVD angucke, sondern das schaffe ich einfach nur, wenn ich auf solche Veranstaltungen gehe, auf solche Top-Seminare und dann das live vor Ort erleben darf. Und dann ist auch das Netzwerken, das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Andere tolle, erfolgreiche Leute kennenlernen, sich miteinander verbinden und Investment in sich selber, das ist die beste Investition, die man einfach nur machen kann. Ja? Darf ich noch einen Satz sagen? Ja, gerne, klar. Dann, für mich ist es ebenfalls wichtig, weil ich viele, viele Seminare selbst bezogen habe, wo ich dort war. Ja. Ich habe sehr viele Seminare selbst gegeben,
Aber ich stelle eben fest, dass die Leute dann am Montag nach Hause gehen, so total begeistert sind, am Dienstag klappt es noch, am Mittwoch und am Donnerstag fallen die in ein Loch. Ja. Um das zu verhindern, haben wir 90-Tage-Buch nochmal, was wir den Leuten mit nach Hause geben, von den Coaches zusammengestellt, dass wir einfach jeden Tag so 20 Minuten, sage ich mal, nochmal abhandeln. Was waren meine Ziele heute? Was habe ich mich darauf hinbewegt? Welche glücklichen Momente hatte ich heute? Was war mein Fokus heute? Ja. Also, dass diese Programme nochmal wirklich 90 Tage abgearbeitet werden und dass in der Community auch noch Inhalte geliefert werden. Also unsere deutschen Coaches stellen sich zur Verfügung, auch der Blair Singer, dass wir in die Community nach dem Event nochmal Inhalte liefern, die nichts kosten, einfach um die Community auf dem Laufenden zu halten, damit sie ins Arbeiten kommen, dass die Prozesse wirklich funktionieren. Das ist also nochmal ein gutes Ding, wo ich sage, jawohl, da ist ein Joker im Boot. Ja, fantastisch. Also herzlichen Glückwunsch. Also wirklich alle Achtung vor dir, was du da für eine Idee umgesetzt hast, für eine Vision. Und jetzt ist es einfach Wirklichkeit geworden. Und jetzt gucken wir, dass es einfach zu dem super, super mega Anlass wird. Ganz lieben Dank auch für deine Unterstützung, lieber Ernst. Ich freue mich darauf, mit dir arbeiten zu dürfen. Das ist eine großartige Sache, wenn man mit großen Menschen, die wirklich auch selbst große Dinge schon vollbracht haben und Visionen haben, das sind Multiplikatoren, auf die, ja, da kann man drauf bauen, da kann man sich drauf verlassen. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass ich diese Möglichkeit habe. Lieben Dank schon mal auch von dem Standpunkt. Danke, Ernst. Ja, ich danke dir und dann freuen wir uns einfach. Wir müssen ja zusammenhalten, wie es so schön heißt. Ja. Alleine sind wir stark, aber gemeinsam sind wir unschlagbar, sind wir so unendlich stark. Und ich freue mich sehr, ja, mit dir zusammen und vielen anderen, die auch dabei sind, einen super, super mega Tag zu machen. Oder zwei Tage sogar. Auf jeden Fall. Okay, Tino, alles Liebe und Gute. Bye, bye. Viel Erfolg. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ich habe mich